Und hier seht ihr das. Das Wasser von der Lippe fließt hier rein und speist den Kanal. Ja. Also die Lippe wird schon außerordentlich Wasser abgezwackt. Sollte es der Lippe selbst noch schlecht gehen und die hat zu wenig Wasser, geht das natürlich umgekehrt genauso. Dann kann man der Lippe wieder ein bisschen Wasser zurückgeben. Ja, es kommt hier raus und geht in den Kanal. Publikumsverkehr. So, hier kommt das Wasser raus und geht dann in den Kanal. Hätte ich jetzt auch mal drüber gehen können. Schickes Lokal da drüben, schön am Wasser. Also hier kommt das Wasser raus. Leute, das ist auch für heute mein letztes, was ich noch mache hier. Oh, ich habe ein bisschen Kopfzerbrechen, ob ich das alles senden soll, was ich heute gefilmt habe. Nicht so die Vereinbarung, die ich mit dem Lippeverband getroffen habe, mich ein bisschen darüber hinweggesetzt. Ich habe jetzt nichts, wer weiß, wie schlimm es gemacht, aber das denke ich eigentlich immer. Aber naja. Ist immer alles ein bisschen schwierig mit dem einen Tag vorher Bescheid sagen oder zwei Tage vorher. Heute ist Feiertag zum Beispiel. Und es hat sich halt einfach angeboten. Naja. So, schön die Lippe. Trennt durch diesen Weg. Hier ist der Kanal. Läuft das Wasser der Ase, fließt das Wasser der Ase der Lippe zu. Ja, die gucken mich alle, wer weiß wie blöd an. Wahrscheinlich noch nie gesehen, dass hier jemand hergegangen ist. Vorne ist der Düker gewesen, der Einlauf. Da habe ich vorhin noch gestanden. Und das hier ist das Auslaufbauwerk.
sagte natürlich, oder ich sagte ja, es ist relativ unspektakulär. So viel ist nämlich gar nicht zu sehen. So sieht das aus. Da sieht man ein bisschen den Tunnel. Kann man das erkennen? Kann man das sehen? Quasi das Rohr steigt auf. So, hier ist das, wo das Wasser fließt. Ja. Ne? Sieht so ein bisschen, kommt das da raus. Vielleicht eine etwas andere Färbung als das Lippewasser. Hier ist so ein bisschen so eine Trennung des Wassers zu erkennen. Das Lippewasser sieht fast schmutzig aus. Das ist natürlich nicht schmutzig, das ist am etwas gebräunt, weil die hat doch ein bisschen Hochwasser. Und dann geht es natürlich und spült so ein bisschen Erde aus und nimmt die mit. Deswegen sieht das so aus. Bei der Aase ist das nicht ganz so schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Also ist auf jeden Fall bei der Aase nicht der Fall. Deren Wasser ist jetzt optisch ein bisschen klarer und deswegen sieht das so aus, als ob das hier fast schon wie so eine, ja, als ob hier ein sauberes in den Köttelbecken mündet, aber naja, weit gefehlt. Gucken, ich glaube, zwei Röhren führen Wasser. Das heißt, hier müsste auch ein bisschen was rauskommen. Ja. Ja. Ich war vor 2005, vor 17 Jahren war ich das letzte Mal hier. Ich habe mir das gar nicht angeguckt hier, weil ich habe schon gesehen, da drüben, den Einlauf habe ich mir angeguckt und dann habe ich natürlich gesehen, okay, hier ist der Kanal und hier hinter ist schon der Auslauf. Das kann nichts Großartiges sein. Oh, da geht gerade ein Flieger hoch vom Boden aus. Muss irgendwo ein Flughafen da hinten sein. Weiß ich nicht. So. Das war's für heute. Ein paar schöne Bilder. Das könnte das Stadion von Eintracht Hamm sein, die früher mal richtig gut gewesen sind. Zwei, dreimal Meister gewesen der damaligen Oberliga. Das war damals die dritthöchste Klasse. Sind aber immer in der Aufstiegsrunde zur zweiten Liga gescheitert. Da mussten immer die Meister mussten das noch in der Gruppe ausspielen. Und da waren so fiese Gegner, keine Ahnung. Fällt mir jetzt keiner ein. Irgendwas mit Eintracht Trier oder aus dem Norden, irgendwie Hummelsbüttler SV oder sowas. Halt die ganzen aus dem Norden, suchte sogar der zweite der Oberliga mitnehmen, weil gesagt wurde, der Norden ist ein so großes Gebiet. Es wäre unfair, dem da nur ein Verein mitspielen zu lassen. Deshalb durfte der erste und zweite der Oberliga in so Aufstiegsrunde. Gab es eine Aufstiegsrunde? Was erzähle ich überhaupt? Wen interessiert es? Es gab eine Aufstiegsrunde Nord und eine Aufstiegsrunde Süd. So, Eintracht Hamm. Auch völlig in der Versenkung wieder verschwunden. So, geht's wieder zurück. Der Angler guckt schon, da reserviert. Macht's gut, Jungs.